Hallo zusammen. Wir spielen heute wieder Torchlight 2. Bei mir sind Ulrich, Holger und Sebastian. Viel Spaß. HWM, du hast ein Level up. Super. Voll emotionslos, super. Der hat ja auch keinen verdient, der ist ja nicht da. Was sind das hier oben? Kommt mal bitte hier hoch, ich hab so ein paar irgendwie. So ein untoter Champion, mega schnell Giftboss. Ja, ich glaube, das ist ein Verpackter. Ah, der hat kein Interesse daran, sich zu wehren, oder? Nee, der kann da, glaube ich, durch die Steine da vor dir nicht durch. Ich glaube, du kommst da auch nicht durch. Also, das Spiel ist ja von Runic Games. Und das Studio wurde von den ehemaligen Blizzard-Mitarbeitern Max Schäfer, Eric Schäfer und Peter Wu und Travis Baldwin gegründet. Ah ja, das würde ja bedeuten. Ihr seid erfahrener geworden. Du hättest recht. Außerdem, was ich auch schon mir die ganze Zeit gedacht habe, ist tatsächlich derjenige, der für die Musik von Diablo und Diablo 2 verantwortlich ist, ist tatsächlich auch für die Soundtracks hier bei Torchlight verantwortlich. Hört man eigentlich auch ganz krass. Okay, das müsste ich mal die Musik entscheiden, dann würde ich dazu was sagen können. Ich habe Musik in den Ohren. Oh mein Gott. Was ist denn das da? Das sieht aus wie irgendwas Gefährliches. Gaskrieg! Amulett nehmen wir doch mal mit. Immer alles looten. Ja, so ein Amulett. Er hat das nicht gern, ne? Oh. Wieso kann ich hier eigentlich nicht durch? Weil das auf der Map nicht geht, dann muss man unten rum. Die Map entscheidet über alles. So, du kannst drum laufen, wie du willst. Das geht jetzt wirklich nicht. Ja, das ist bestimmt nicht die Map. Wo gucken wir da rum, ey? Guck mal, du musst gucken, wo Holger's Headcrab rumhüpft. Da findest du schon uns auch. Gold! Ich nehme alles Gold, was ich finden kann. Bin eigentlich nicht zufrieden mit der Einhandwaffe, die ich hab. Warum? Weil du es nicht drauf hast, oder? Ja, das kann sein. Aber vielleicht auch einfach, weil ich zu wenig Schaden mache. Ich brauche mehr Mana. Oh, ich brauche mehr Mana. Ah, hier ist ja der ganze Loot von dem Fieder eben. Jupp. Oh, ich sag's euch, ey. Ich hab hier im Hintergrund die Mädelshorde sitzen und hier SingStar spielen. Oh mein Gott. Ich weiß gerade nicht, ob ich dir mein Beileid ausdrücken soll oder dich auslachen. Wieso sollst du mich auslachen? Ich kann ja nichts dafür, oder? Doch, du hast es zugelassen. Ja, das ist ganz allein deine Schuld. So sieht's aus. Ich denke mal darüber nach. Ich hab doch gewusst, dass er aufsteht. Ich hab doch genau gewusst. Ach, ist jemand aufgestanden? Ich hab auf ihn geschossen, hat er noch gelegen. Da ist nichts passiert. Und kaum war ich vorbei, ist er aufgestanden. Das Schwert macht schon mehr Sinn. Stufenaufstieg! Rezept. Auch, ich verbrauche immer noch zu viel Mana. Weniger Mana. So, jetzt muss ich mal gucken, was ich hier aktiv machen kann. Du
Genau, mein Banana. Ich hätte gerade das Mist nicht von so einem. Komm her, du. Also ich könnte hier schnell Feuer, aber irgendwie. Auch geht's noch eine Etage runter. Ich glaube, ich tue mal das hier viel besser. Das macht ein bisschen mehr Schaden. Ach nee, ich weiß nicht. Aber ja. Aber ich bin immer so aber schlüssig. Ja. Aber nein. Aber ja, aber nein. Nicht identifizierte Gegenstände können mit einer Identifizierungsrolle identifiziert werden. Wer hat es gehabt? Niemand, der Diablo gespielt hat. Ja, mehr Schaden ist immer gut. So, ich nehme an, ihr seid mal schon wieder wie immer vorgelaufen. Nein. Das ist richtig. Quatsch. Oh, hier hat aber jemand sich mal gegeben, das romantisch zu machen. Das sieht ja hübsch aus hier. So viele Kerzen. Ja, oh, ist das Schaumbad? Ich möchte ein Schaumbad nehmen. Ja. Da bleibt einem nicht mehr viel übrig, ne? Ja. Das ist schon ein wenig traurig, ne? Dick und fett und Schirmchen. Ja, bla! Oh, mir kommt so vor, als wäre hier unromantisch. Ist ja klar, dass ich gerade irgendwie so auf Gift spezialisiert bin, aber es steht natürlich bei dem ersten fetten Gegner, der kommt. Giftdämon. Richtig! Ja, würde ich sagen, fast gilt neu anfangen, ne? Nee, das hat gar nicht mal was mit meiner Skillung zu tun, das ist bei diesem Charakter automatisch. Du bist einfach so automatisch, okay. Der hat irgendwie Bonus auf Gift oder sowas. Ja, ja, du kannst einfach nix. Wie ist das eigentlich? Hat das schon einer gesehen? Kann man seine Skillung ändern irgendwie, indem er das bezahlt oder so? Du kannst auf jeden Fall immer die letzten drei verteilten Punkte zurücksetzen. Okay. Das ist jetzt der Sieger. Ich glaube, das haben wir auch schon beim ersten Mal rausgefunden, aber da habe ich irgendwie nicht so. Du hast aber irgendwie nie so richtig, also... Ja, irgendwie, ne? Ja. Aber den kompletten Skillkrieg kannst du nicht zurücksetzen. Das weiß ich nicht. Aber die Tatsache, dass ich das nicht weiß, heißt nicht, dass es nicht geht. Ach, guck mal hier oben, der ist korrekt. Da sitzt im Käfig und darf nicht mitmachen. Ey, du bist so ein schadenfrohes Dreckstück. ein Dreckstück, ein Schiff ist er. Ein kleiner Peter Post. Ey, der hat's doch gut, das hat nichts mit Schadenfreude zu tun, der erlebt mindestens noch. Wenn man bei einem Untoten von Leben sprechen kann. Nee. Du hast nicht gelacht, mit ihm gelacht, weil er noch lebt, sondern du hast ihn ausgelacht, weil er im Käfig sitzen muss und nicht mitmischen darf. Ach, das hast du falsch verstanden. Ja, das wäre jetzt so die nächste Frage. Es hat bisher echt gar keiner irgendwas von der Story mitbekommen, ne? Und was ist hier eigentlich? Also, ist Story auch von Diablo von der Story nichts mitgekommen. Bitte, das war das Geister. Hier ist die Diablo. Ja, Leute. Aber für Diablo 3 habe ich schon nichts mehr an Story mitgekommen. Auf die Wiegen nochmal, gefallen da recht. Komm, ich schub's ihn mal zurück hier. Au! Der schießt auf mich. Ich muss mir hier so ein rotes Fläschchen trinken. Ja, war ja klar, dass einer schon hier in die Kisten geht, während der andere noch am letzten sind. Juhu, da ist was Lillanes rausgekommen. Ja, das ist der Quest. Genau. Ach stimmt, Lilla war ja klar. Ich bin versaut durch Blizzard. Also durch WoW besser gesagt. Denkt ja immer, es wäre direkt was Episches. So, ich habe eine Quest abgeschlossen, ja, das weiß ich. Epix! Jetzt muss ich aber meine tatsächlich ein Unique-Item bekommen. Jetzt? Ein Schädel von Ando, Stufe 2, einzigartig sockelbar, der ist orange. Und bringt auf Rüstung und Schmuckstücken +5 zu Rüstung gegen Körperschaden und auf der Waffe +6 Körperschaden.